Im Verlauf dieses Videos werden wir lernen, wie man dieses Auto langsamer machen kann. Nun gut, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gesunken, aber überzeugend war das Ergebnis noch nicht. Schon besser, aber immer noch nicht optimal. So in etwa kann's gehen. Die durchschnittliche Leistung des Elektromotors kann durch periodisches Ein- und Ausschalten reduziert werden. Das hier angewandte Verfahren bezeichnet man als Pulsweitenmodulation oder auch als Pulsdauermodulation. Der Motor wird mit einer bestimmten Frequenz geschaltet, wobei das Verhältnis der Ein- zur Ausschaltzeit variiert wird. Wirklich flüssig wird die Bewegung, wenn die Schaltfrequenz durch einen elektronischen Schaltkreis auf etwa 1 kHz erhöht wird. Einen Schaltkreis, der die Leistung um die Hälfte reduziert, haben wir in einem vorangegangenen Video kennengelernt, die astabile Kippstufe. Das Verhältnis von Einschaltzeit zur Periodendauer, das auch als Tastgrad oder Aussteuergrad, im Englischen als Duty Cycle bezeichnet wird, beträgt bei diesem Schaltkreis 50%. Wird der Schaltkreis leicht abgeändert, so kann der Tastgrad des Ausgangssignals stufenlos verstellt werden. Der Widerstand R3 wurde durch ein Potentiometer ersetzt und zwei Dioden wurden eingefügt. Jetzt fließt der Ladestrom durch Diode 1, während der Entladestrom durch Diode 2 geleitet wird. Abhängig von der Stellung des Potentiometers unterscheidet sich der Widerstand des Ladestroms, der durch den oberen Zweig der Schaltung fließt, von dem des Entladestroms, der durch den unteren Zweig fließt. Auf dem Oszillogramm ist zu erkennen, dass die Lade- bzw. Entladekurve des Kondensators steiler bzw. flacher verläuft. Die Tastrate und somit die an den Motor zugeführte elektrische Leistung kann mit dem Potentiometer verstellt werden. Eine Tastrate von 100% entspricht einem ständig ein- und 0% einem ausgeschalteten Verbraucher. Führt eine zu geringe Schaltfrequenz zu einem sicht- und spürbaren Ruckeln des Motors, so bewirkt eine zu hohe Frequenz eine spürbare Erwärmung des Leistungstransistors. Wie im Video zu Transistoren als Schalter erläutert, treten bei jedem Schaltvorgang Verluste auf und mit steigender Frequenz steigt nun mal auch die Anzahl an Schaltvorgängen pro Sekunde. Beim Schalten induktiver Lasten entstehen beim schlagartigen Ausschalten durch den Leistungstransistor Spannungsspitzen, die sich mit steigender Frequenz ebenfalls stärker bemerkbar machen. Die Selbstinduktion der Spulen bewirkt, dass der Strom in die ursprüngliche Richtung weiterfließt, was aufgrund des hohen Widerstands des ausgeschalteten Leistungstransistors jedoch nur schlecht möglich ist. Die induzierte Spannung am Transistor addiert sich zur Versorgungsspannung. Weitgehend unterdrückt werden die Spannungsspitzen durch eine sogenannte Freilauf- oder Schutzdiode, die parallel zur Last in Sperrrichtung zur Versorgungsspannung in die Schaltung eingefügt wird. Die Polung der induzierten Spannung liegt in Vorwärtsrichtung der Diode. Der durch die Diode fließende Strom bewirkt jetzt nur noch eine vernachlässigbare Störspannung von etwa 0,6 Volt. Wie im Video zu Kippstufen erläutert, wird die Schaltfrequenz durch die Kapazität und den Widerstand des koppelnden RC-Gliedes bestimmt. Bei einem 1 Megaohm Potentiometer und einer Kapazität von 0,33 Mikrofarad ergibt sich eine sichtbare Frequenz von etwa 1 Hertz. Wird der Widerstand oder die Kapazität des RC-Gliedes verringert, so steigt die Frequenz. Unter Verwendung eines 1 Nanofarad Kondensators erhalten wir eine Schaltfrequenz von etwa 330 Hertz. Eine zweite Möglichkeit zur Beeinflussung der Schaltfrequenz besteht in der Variation des Widerstandsnetzwerkes des Schmitt-Triggers. Wird R1 durch ein 100 kΩ Potentiometer ersetzt, so kann die Frequenz variiert werden. Durch das Potentiometer wird die obere und untere Schaltschwelle des Schmitt-Triggers verändert, entsprechend kippt die Schaltung bei einer geringeren positiven bzw. negativen Ladespannung des Kondensators. Je kürzer die Periodendauer des Signals, umso flüssiger wird die Bewegung des Elektromotors. Bei der verwendeten Schaltung sind beide koppelnden Netzwerke mit dem Ausgang eines Operationsverstärkers verbunden, entsprechend gibt es Rückwirkungen beim Variieren der Werte eines der beiden Potentiometer. Wird die Tastrate verändert, so kommt es zwangsläufig auch zu einer leichten Variation der Schaltfrequenz.
Verhindert wird das bei einer zweiten, deutlich komplexeren Schaltung, bestehend aus drei Operationsverstärkern. Der linke Operationsverstärker wirkt als nicht invertierender Schmitt-Trigger, der mittlere als Integrator. Das Ausgangssignal des mittleren Operationsverstärkers ist gleichzeitig das Eingangssignal des linken Schmitt-Triggers, während der Ausgang des Schmitt-Triggers wiederum über einen Widerstand und ein Potentiometer mit dem invertierenden Eingang des Integrators verbunden ist, was eine dreieckförmige Ausgangsspannung erzeugt. Dieses Signal liegt am Eingang des nicht invertierenden Schmitt-Triggers an, der durch den rechten Operationsverstärker gebildet wird. Die Höhe der Dreieckspannung kann durch Potentiometer Nummer 1 und 2 variiert werden. Überschreiten die Spitzen der Dreieckspannung die obere bzw. untere Schaltschwelle des Schmitt-Triggers, kippt die Ausgangsspannung hin zur positiven bzw. negativen Versorgungsspannung. Die Pulsbreite des erzeugten Ausgangssignals steigt also mit steigendem Level der Dreieckspannung. Die Schaltfrequenz kann durch Potentiometer Nummer 4 justiert werden. Je niedriger der Widerstand des Potentiometers, umso schneller läuft der Lade- bzw. Entladevorgang des Kondensators ab, womit die Frequenz der generierten Dreieckspannung und somit auch die des Pulsweitensignals steigt. Da Frequenz und Tastrate von jeweils einem separaten Operationsverstärker generiert werden, können beide Parameter unabhängig voneinander justiert werden. Das Pulsweitensignal ist deutlich frequenzstabiler. Für unser winziges Elektroauto ist eine Schaltfrequenz von einem Kilohertz ausreichend, um eine flüssige Bewegung zu erzielen. Die Signalqualität unter Verwendung des einfachen Schaltkreises ist bei einer derart kleinen elektrischen Leistung ebenfalls ausreichend. Neben Elektromotoren können auch Leuchtmittel wie LEDs oder Glühbirnen mit Hilfe der Pulsweitenmodulation gedimmt werden. Eine sehr hohe Signalqualität in einem weiten Frequenzbereich kann bei der Verwendung digitaler Signalprozessoren erzielt werden. Hier fungiert ein Atmega 8A Prozessor als zentrales Element. Die Stellung des Potentiometers wird über einen Analog-zu-Digital-Konverter eingelesen und ein entsprechendes Ausgangssignal wird von dem mit 4 MHz getakteten Mikroprozessor errechnet. Die Schaltfrequenz kann per Software oder manuell über Steckbrücken von wenigen Hertz hin zu mehreren hunderttausend Hertz präzise eingestellt werden. Die Ansteuerung von Servos erfolgt ebenfalls per Pulsweitenmodulation. Die Frequenz muss dabei 50 Hertz entsprechen und das Tastverhältnis im Bereich zwischen 5 und 10% liegen. So genügt zwischen dem Steuerelement und dem zu bewegenden Bauteil eine dreiadrige Leitung. In der Luftfahrt bezeichnet man diese Art der Ansteuerung dementsprechend als Fly-by-Wire, also Steuerung per Elektrokabel. Mehr zur Pulsweitenmodulation gibt's auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!